Guten Morgen. Es ist Sonntag und es ist gerade ungefähr 7.20 Uhr, nee, 6.20 Uhr. Und ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit. Heute ist mein erster Dienst. Ich muss mich jetzt aber beeilen, weil ich meinen Zug bekommen muss. Heute ist ja Sonntag und die fahren irgendwie ganz komisch. Ja. Wir sehen uns gleich. Ja. Tja, meine Straßenbahn fährt nicht so, wie ich dachte, dass sie fährt. Ich muss laufen zum Bahnhof. Einfach zu früh, um sich zu hetzen. Hier schon eine Stadt, in der ich arbeite, und ich bin einfach eine Stunde zu früh. Ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich einfach ein Auto mit. Also, es ist mir jetzt echt so früh, eine Stunde. Ich mache das nächste Mal anders. Ich glaube, ich fahre mit nächste Mal mit dem Auto, obwohl ich nicht gerne mit dem Auto fahre. Weil, ich meine, eine Stunde ist schon was, ne? Ich wollte mich eigentlich dann auch in einem Café hinsetzen, aber es ist Sonntag und 7 Uhr hat hier in dieser Stadt kaum was auf. Ich guck mal gerade, ob ich woanders was finde. Backwerk, es scheint aufzuhaben. Guck mal. So, Frühstück geholt. Schmeckt sehr, sehr gut. Also, ich habe eigentlich noch keinen Hunger so früh. Es ist mir echt um 7 Uhr einfach zu früh zum Essen. Aber ich muss was essen, denn wenn ich jetzt heute allein für den Gründienst verantwortlich bin, dann kann es ja auch sein, dass ich zwischendurch in den OP muss, wenn wir einen Notfall haben. Und ja, meine Erfahrung ist einfach, dass ich lieber vor dem OP was essen sollte, weil ich sonst dann umkippen würde. Und das möchte ich natürlich nicht, weil es auch keinen anderen Assistenten denn gibt, der dann mich der dann die OP dann für mich übernehmen könnte. Und deshalb lieber was essen, bevor ich dann nachher ein bisschen komisch drauf bin. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Jetzt habe ich ja gerade etwas Zeit, kann ich das ja ein bisschen euch erzählen. Also bei uns, also in meinem Haus, in dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, fangen wir relativ schon früh an mit den Diensten. Das liegt daran, dass wenn man anfängt, fängt man an halt in der Gyn und nicht direkt in die Geburtshilfe. Also bei mir sind halt meistens dann in die Geburtshilfe die erfahrenen Assistenzen, die halt auch schon Geburten machen können. Und es gibt immer zwei Dienste, einmal einen geburtshilflichen Dienst und einmal den Gyn-Dienst. Und wenn man halt dann im ersten Jahr ist, beziehungsweise im zweiten Monat jetzt ist, wie bei mir, fängt man dann an mit den Gyn-Diensten an, weil die sind einfacher, sind halt einfacher für mich. Und dann gibt es ja immer dann noch eine erfahrene Assistenz dann in die Geburtshilfe, zu der ich dann immer gehen kann. Und wenn ich halt nicht weiterkomme, dann fragen kann. Das heißt, ich bin dann nicht ganz allein. Aber der ist ja, oder diejenige hat ja auch seinen Bereich, um der er sich kümmern muss und kann jetzt auch nicht die ganze Zeit dann bei mir sein. Aber ich weiß dann, wenn ich halt Fragen habe oder wenn ich halt jetzt einen Patienten untersuche und nicht weiterkomme, dass ich dann jemanden auch fragen kann. Nicht direkt dann einen Oberarzt oder Oberärztin anrufe.
Genau, und deshalb kann man dann schon so früh dann Dienste machen. Das ist halt nicht in jedem Haus so. Bei manchen braucht man da schon ein bisschen eine Weile, um überhaupt Dienste zu machen, weil man dann erstmal ja Geburten machen müsste. Das muss ich jetzt noch nicht. Und ich finde das noch gar nicht so schlimm. Ich finde das eigentlich ganz gut, so wie es ist gerade. Ja. Die Straßen sind einfach noch so leer morgens. Unglaublich. Bin fast da. Ich bin ja auch extra eine Runde gegangen. Also bin eine ganz andere Strecke gegangen, als ich sonst morgens immer gehe. Weil ich einfach viel Zeit habe. Und dann dachte ich, erzähle ich euch so ein bisschen, wie das so abläuft und wie das so ist. Aber jetzt bin ich auch fast da. Ich gucke, wo ich lang gehe. Ja, ich freue mich. Ich bin überhaupt nicht aufgeregt. Ich glaube, das wird ein guter Tag. Bis gleich oder bis später. So, ich bin jetzt umgezogen und bin jetzt auch schon im Arztzimmer. Übergabe ist erst in eine halbe Stunde. Und deshalb, ich werde jetzt mich um ein paar Sachen kümmern. Vielleicht nehme ich auch schon Labore ab, damit ich dann nicht so viel nachher habe. Und ich hätte eigentlich schon meinen ersten Dienst letzte Woche gehabt. Letzte Woche Samstag und Sonntag sollte meinen ersten Dienst erfolgen, Tagdienste. Aber ich hatte Covid gehabt. Ja, meine ganze Familie hatte Covid. Und dann waren wir erstmal alle in der Quarantäne, beziehungsweise häusliche Isolierung. Und deshalb wurde das dann um eine Woche dann später dann verschoben. Uns geht es allen gut. Also auch meine Kleinen geht es gut. Es hat uns nicht so heftig erwischt, Gott sei Dank. Und ja, also ich fange jetzt an. Bis später. So, es ist jetzt mittags und ich habe bis jetzt meine Aufgaben alle erledigen können. Ich bin richtig froh. Das heißt, mein erster Dienst läuft viel besser als gedacht. Und ja, bin richtig froh darüber. Feierabend und ich habe meinen ersten Dienst überstanden. Ich kann es eigentlich kaum erfassen, dass es schon so weit war und auch schon vorbei ist. Und bin sehr erleichtert, extrem erleichtert. Ich hatte heute keinen schlimmen Notfall, kein Notfall-OP. Und Patientinnen, die kamen in der Notaufnahme, war etwas auch, was ich mir auch zutrauen konnte. Sie kamen halt mit Blutungen in der Frühschwangerschaft und habe dann auch brav meine Oberärztin oder meine fragende Kollegen immer dazu gerufen. Von daher, ja. Ich komme aus dem Krankenhaus und die Sonne scheint noch. Das macht das Ganze noch besser. Okay, ich melde mich nachher wieder. So, liebe Leute, gestern war mein erster Tagdienst und heute ist mein erster Nachtdienst. Ich bin schon angezogen, das heißt, ich bin auch schon wieder bereit, zur Arbeit zu gehen. Und ja, Kai ist im Homeoffice. Ich gehe ihm jetzt ein bisschen stören, dann ziehe ich weiter. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und wenn du Fragen hast zu meiner Facharzt-Weiterbildung, zur Gynäkologie oder zu sonst irgendwas, hinterlass einfach einen Fragen da im Kommentarbereich. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, worauf wartest du? Abonniere einfach den Kanal, aktiviere die Glocke und dann kriegst du immer Videos von mir. Okay, bis bald. Tschüss.